Ich wurde gerade abgelenkt von meinem Chat. Merkte schon. Don, ich muss ehrlich sagen, dafür bist du einfach zu selten hier. Du schaust mal immer so 5 Minuten rein und bist wieder weg. Von daher, VIP haben tatsächlich bei mir, ich glaube, nur eine einzige Person. Nee, nicht mal. Wer hatten wir Als eine VIP VIP? musst du die hässlichen Serien mitgucken. Bei VIP kriegen bei mir alle, die relativ lange dabei sind, die schon von Anfang an kennen. Ich Ich weiß auch überlege nicht. gerade, da man, da ich Mod und VIP nicht gleichzeitig vergeben kann, weil du kannst nur eins von beiden sein, habe ich glaube ich aktuell. Doch, Lumi, du könntest. Ne, du bist auch Mod. Felix, Ich du bin bist Mod VIP, ne? und Ne, du bist glaube Lumi. ich kein Mod. Du bist glaube ich VIP, Felix, oder? Hallo Doch, ich bin John. Mod. Und ich glaube, es geht um einen anderen John beim Ben. Ja, bei mir geht es um John Bongdong. Bei mir ist es John Awesome Dota 2. Awesome. Ich bin ja eher für Dota 1. Geister sind So. heute sehr glücklich. Oh, ich muss halt angeln gehen, glaube Wow, ich. wie viele Leute mir Rezepte geben. Aubergine, Ihr könnt Parmesan, übrigens. Rote-Bete-Kram, Morgen stürmt es übrigens wieder. Wir sollen mit Blitz und Donner Rhabarberkuchen. rechnen. Was? Hallo? Stürmt? Ich habe jetzt gerade 5 oder 6 Rezepte gerade bekommen per Brief. Fischsuppe. Fisch-Taco habe ich bekommen. Du bist häufiger hier, das ist richtig, aber es gibt. Stimmt, Xeli ist VIP bei mir. Vollkommen richtig, Xeli ist VIP. John, Aber du hast der nicht ist tatsächlich gemacht. noch deutlich häufiger. Das war jetzt aktuell nicht da. Ich habe übrigens mal Köder reingeworfen, weil ihr aber auch Köder braucht. Du bist häufig genug da. Und das ist dein Dank. Es geht tatsächlich Was nicht nur bringt? ums Häufigkeit und auch also Dauer. Aber ich kriege ja Was auch bringt jede das Menge eigentlich? Rezepte. 3, 4, 4 Rezepte. Also ich finde, VIP ist schon irgendwie. Keine Was? Ahnung. Treffe eine Auswahl, please. Bin überfragt, was ich für dich kaufen soll. BMW E34, E36, Renault R5, Chevy Chevelle, Dodge Charger, Chevy Camaro und. Hilfe! BMW würde ich schon mal rausnehmen. Auch wenn das wahrscheinlich die alten sind, lassen wir die mal weg. Renault R5 ist, glaube ich, auch nicht das, was ich gerne hätte. Es ist tatsächlich. Nee, Renault R5 ist hässlich. Entschuldigung. Und Barzo, nur wegen dem Host hätte ich es vermutlich nicht gemacht, weil das ja schon ein bisschen käuflich ist. Wobei ich das total süß fand von dir, dass du da an mich gedacht hast. Ich hab mir da nochmal angeguckt, wie sie zu mir rüber gehostet hat. Chevy Chevelle oder Dodge Also. Charger oder Chevy Camaro? Einer von den drei, würde ich sagen. Also einer Aber von den da. alten Muscle Cars. Dadurch, dass ich dann mehr VIP-Plätze hatte, hat sich das eh angeboten. Du standst, wie gesagt, sowieso. Dodge Charger Akzeptierst ein 69, ich VIP. glaube der Du Klassiker, ne? Dodge nimmst die Charger 69 ist ziemlich Verantwortung nice. an. Chevy Camaro 70. Spielst du noch Stardew Valley oder wo bist du gerade? Ich wurde gerade abgelenkt. Chevy Camaro 70 oder Dodge Charger 69, das ist mir tatsächlich egal. Sorry. Der Z28 Camaro, genau, der ist nämlich auch ziemlich lecker. So. Ich esse auch immer Autos. Nom nom nom. Du verstehst es nicht, ja? Du bist eine Frau. Bitte was? Ich geb dir gleich, du bist eine Frau. Das ist schon richtig, dass ich eine Frau bin, ja? Also. Weißt du, dass meine Vier hat Multipler, Namens. nee, danke. Ich bin nicht googelbar, weil meine Namensvetterin, es gibt eine, die heißt genauso mit Vor- und Zunamen wie ich, und die fährt professionelle Autorennen. So viel dazu. Okay. Ja, die ganze Familie, ihre Schwester auch und ihr Vater auch. Reiche Eltern. Oder halt Leute, die damit ihr Geld verdienen. Die müssen gar nicht reich sein. Die Naja, können einfach Ahnung um von Autos mitfahren haben. zu können. Musst du dich nicht Schon. überall einkaufen? Formel 1, Mein ja. John sagt ein 77er Impala. Ein 67er, er korrigiert sich. Und ich habe Was eine ich ja Auswahl cool. bekommen und von der Auswahl habe ich gerade das genommen, was mir halt am meisten zusagt. So. Aber das ist ein Impala und kein Impla. Da steht Wahrscheinlich. Impala. Ich habe keine Ahnung. Ja, du sollst auch Impala vorlesen und nicht Impla. Habe ich Impala vorgelesen? Ja. Oh, sorry. Ich bin doch nicht ganz da. Ist das Das beide dein ist die Frühstück? Ausrede, ey. Ja, Das ist die Ausrede. eigentlich würde ich auch gerne weiter mein Frühstück essen, aber ich will ja auch zocken. Das ist irgendwie. Und ich sag mal so, dann wunderst du dich, warum ich sage. Frauen, du bist eine Frau, du verstehst nichts von Autos. Hier unten ist Also Moment einiges mal, ich frei. verstehe es tatsächlich nicht, aber das liegt nicht daran, dass ich eine Frau bin. So. Hier unten ist einiges reif, ne? Ich habe Ich geerntet. kümmere mich dann ums. Ich kümmere mich ums Gewächshaus.
um die Dauer, ich chatte auch immer rein. Ja, aber es gibt Leute, die chatten mehr und länger, John, als du. Außerdem, was würdest du denn mit dem VIP machen? Das ist doch vollkommen irrelevant am Ende. Eben. Du hast einfach nur einen pinken Namen. Stern, nee, nicht Namen, ein pinkes Dingen vor dem Namen. Also ich gebe auf das Mod oder VIP gebe ich nix. Ja, Mod ist eine Verpflichtung. Wird tatsächlich erst, der Mod ist eigentlich kein Spaß. Ein VIP wird erst dann spannend, wenn wir mal richtig groß sind, ne, so nahe Zukunft und dann irgendwie unsere 300.000 Follower haben und dann einen speziellen Subscriber oder VIP-Chat haben, wo nur Subscriber oder VIPs rein dürfen. Warum sollte man das tun? Weil du bei 100.000 Followern bei dem Chat sowieso nichts mehr lesen kannst. Du kannst 100.000 Follower haben und keiner schaltet ein, immer noch. Na, du weißt doch, was ich dir damit sagen will. Dass keiner einschaltet? Du Rindenkackerei da drüben, ey. Und dann lacht er, da freut er sich. Wenn ich so mich ärgere, freust du dich. Das ist so ein bisschen. Ah. Bei unserem allerersten Dota-Spiel, ja, da warst du noch voll nett. Und da hab ich gedacht, okay, das fängt gut an, das wird cool, ja. Und jetzt ist es. Weil ich dich kennengelernt habe und gelernt habe, dass du das so willst. Du willst nicht, dass man dir den Popo mit Honig umschmiert, keine Ahnung. Das habe ich ja auch, das stimmt. Aber ich habe dir auch gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Dissen und Schleimen. So. Und irgendwie, dieses Traubenmus ist zwar echt lecker, aber es macht einfach null satt. Das ist noch eine schlechte Entscheidung. Könnte vielleicht daran liegen, dass kein Brot oder Brötchen dabei ist. Ja, aber Mus machst du doch nicht aufs Brötchen. Das ist, finde ich, süß genug. Natürlich. Marmelade, ja. Ich mache Traubenmus aufs Brötchen. Danke für die Blitzmatze. Ich muss meine Axt nochmal einschicken. Du hast doch jetzt eine Axt von mir bekommen. Ja, ich hab doch mit der Lodge schon rum. Achso. Was wollte ich denn eigentlich machen? Ja, ich bin richtig viel Glück heute. Eieiei. Endlich. Haben wir eigentlich noch irgendwelche Ziele in diesem blöden Spiel? Ich will ein Pferdchen haben. Ein Pferdchen? Ja, ich will auch ein Pferdchen. Das heißt, ich geh jetzt mal in die Mine. Wir brauchen Hartholz. Ja? Also, ich habe jetzt gerade schon geerntet. Sehr schön. Nur so. John, ich vergebe das nicht nach einem bestimmten Schwellenwert sozusagen, sondern wenn halt Leute häufig da sind und viel mit mir sozusagen auch zuschauen, auch im Zweifel, wenn das Spiel sie nicht interessiert, sondern einfach wegen mir da sind. Gibt's nämlich tatsächlich ein paar. Ernsthaft? Kommt jemand wegen dir? Xeli und Chris. Benni. Geh mal nach unten an den Strand, ganz nach rechts. Da steht alter Seemann. Ich habe dieses alte Amulett zu verkaufen, aber irgendwas sagt. Ja, du brauchst aber jemanden, den du heiraten kannst. Ich bin schon verheiratet, ich brauche nicht noch so ein Amulett. Ich kann es mir kaufen. Ja, dann schleunig's nach unten. Siehste, Chris, schreib direkt, ich komme wegen Ben. Siehste? Das macht nur dein Schleimer. Charme. Schleimer. Nein. Ist glatt genug draußen, die wird nicht geschleimt. So. Ist auch geil, ne? Es regnet am Strand und wenn du nicht so hübsch wärst, dann würde Chris auch nicht mehr kommen. Hm. Boah. Ja, wenn ich nicht so viele Brüste zeigen würde, ich weiß, der Ausschnitt ist einfach zu groß. Ich habe eine Sequenz mit meinem Schatz, Sebastian. Psst. Soll ich euch muten? Ich mute ihn mit euch. Wo mute ich euch denn? Da? Nee. Boah, das ist dann eingestellt. Wo mute ich dich denn? Klar, denke ich, dass du wegen League of Legends zuschaust, ja. Ich habe bei Haley immer noch, Was ist mit Haley? Haley, na, ich kann ja nicht bei Sonnenschein runter in den Zundersaftwald gehen. So, weil ja sonst die Sequenz erscheint. Die Sequenz genießen kann. Weil ja sonst die Sequenz erscheint. Und, mein PC wieder abstürzt. Also John, ich weiß, dass du schon lange da bist, das stimmt schon. Aber ich hatte bis jetzt immer das Gefühl, dass du immer nur ganz kurz reinschaltest. Deswegen finde ich das zwar cool, aber das ist noch nicht ein VIP für mich, auch wenn wir uns dadurch schon relativ lange kennen. Du verstehst, glaube ich, was ich meine, oder? Und wenn du mir jetzt so kommst, dann sind einfach alle VIPs wieder weg. Pech. Also irgendwie, Muten funktioniert nicht. Mann, ich würde euch so gerne ausblenden aus meinem Leben und es klappt einfach nicht. Warum geht Muten nicht? Discord und... Ja. Ja. Hier geblieben, du scheiß Fisch. Ich hab Haley gerade einen Schleim geschenkt. Hat gut funktioniert? Nein. Nochmal. Ich hab einen Katzenfisch gefangen. Ja. Brauchen wir den? Corvette-Coupé sieht auch so aus.
Ich hab dir doch schon jetzt gesagt, was gut ist. Genau, ich brauche überhaupt keine Fische mehr. Das ist einfach nur, ich habe ihn gefangen. Der ist halt mehr wert. John, bist du jetzt triggert, ja? Muss ich mir so ein richtig schönes Triggered-Emote vorstellen? Das tut mir leid. Nicht. Oh, da ist noch ein Katzenfisch. Komm her. Kommst du? Katzifischi. Perfekt. Ein 104 cm Katzenfisch. Läuft. Ja. Kann man mal machen. Hab heute ja Glück, wurde mir ja gesagt. Habe ich auch ein paar ordentliche Fische gefangen. Ich habe übrigens auch wieder 4 Karpfen gefangen. Können wir das Karpfenfrühstück machen? Das ist aber kein Karpfen. Spiegelei brauchen wir noch und Trüffel brauchen wir noch. Na, Trüffel kriegen wir noch durch Schweinchen, oder? Wenn die frei rumlaufen, dachte ich. Das Gewächshaus ist so schön. Achso, ich sollte das von innen bepflanzen, ne? War noch die andere Aufgabe. Nein. Oh, das war voll romantisch gerade. Ich mach's Gewächshaus, wie gesagt. Achso. Na gut, dann mach du das. Weil du das außen ja schon. Okay, bei mir ist keine alte. Im Winter helfe ich dir dann logischerweise. Im Winter machen wir dann alle das Gewächshaus oder wie? Nee, die Tiere muss ich ja trotzdem noch machen. Ist doch gut. Felix, ja, wir haben sogar schon draußen, ein Schwein. Ich mach die Tiere. Wir haben sogar schon ein Schwein. Warte mal, wann muss man diesen Busch rütteln unten? Kann ich 23 Uhr oder so oder 1 Uhr? Es war doch relativ spät, oder? Ich glaube 23 oder 0 Uhr. Musst du halt an die Anzeige gucken. Kann mal bitte mein Handy holen. Oh. Warte, ich gehe im neuen Tag einfach in den Kopf rauchen, da kann ich das Handy holen. Weißt du, Felix, was jetzt passiert ist über Weihnachten? Was denn? Meine Arbeitskollegen haben alle angefangen, Pokémon Go zu spielen. Jetzt noch? Ja, kein Mensch spielt mehr Pokémon Go. Ja, jetzt ist es aber langsam wieder gut und tatsächlich spielen es noch relativ viele. Echt? Ich spiele lieber Ingress. Ja, die haben jetzt irgendwie schon die 4. Generation reingepatcht oder die 3. zumindest und du hast jetzt auch ordentliche Raids und kannst tauschen und gegeneinander kämpfen und so. Da ist jetzt schon ein bisschen mehr drin. Ich finde trotzdem Ingress besser. Ein Kumpel von mir hatte einen Arbeitskollegen, der ist jeden Tag nach der Arbeit 2 Stunden lang im Schritttempo im Industriegebiet im Kreis gefahren, um seine Pokémon zu leveln. Gefahren. Hätte aber auch laufen können einfach. Wäre gesünder gewesen. Aber im Schritttempo halt. Weil das Spiel das ja irgendwie speichert, keine Ahnung. Du musst ja laufen eigentlich. Naja, es gab aber Leute, die haben es mit dem Fahrrad gemacht, aber das haben sie ordentlich reduziert. Irgendwie früher war es, glaube ich, bis 10 km/h und jetzt ist es nur noch bis 7 oder 6, die es das zählt. Das ist schon. Also kannst inzwischen wirklich einfach flott laufen und dann bist du besser dran. So. Wie haben wir das? 0 Uhr. Übrigens müssen wir morgen unsere ganzen Batterien abholen, ne? Die wir heute gekriegt haben. Liegen da hier. So, Stardew. 0.40 Uhr. Ich habe schon längst gefunden. Ich habe eine Karpfenüberraschung gemacht. Schön. Super. So, ab ins Bett. Aha. Ich bin der Erste im Bett. Ha, ha, jetzt weiß ich auch, was im Busch abgeht. Ist ja witzig. Ja, hast gefunden. Sehr gut, ne? Ist cool. So, Abby und du sind nicht die einzigen, die gerne in Büschen hocken. An Nächten wie diesen dimme ich das Licht und höre nur zu. Ups. Nee, ich will meine Frau nicht angeln. Entschuldigung. Ja, ist doch schon längst geangelt. Oh. Wow. Füße hoch. Achtung. Der war richtig gut. Oh, der war zumindest unerwartet, ja. Das gebe ich zu. Und so naheliegend. Ich bin ja immer noch am Überlegen. Jetzt, wo ich sie hab, will ich sie gar nicht mehr haben. Die macht im Sommer die Heizdecke an. Ja, ist schon blöd, gell? Das ist halt. Ich weiß auch nicht, ob mir mein Sebastian nicht doch ein bisschen zu emo ist. Vielleicht lieber den XX-Mod-Gefährdeten. Ja. Der ist überhaupt nicht emo. Der ist einfach ganz, ganz niedlich, wie er da besoffen und fertig mit der Welt liegt irgendwie. Wer ist denn nicht ins Bett gekommen? Niemand. Schon klar, Lumi. Aber ich bin 2 cm vor meinem Bett eingeschlafen. Sind das solche 2 cm, wie das bei den Männern immer ist? Die nur bei denen ist 20? Da
Dann wäre es weniger als 2 Zentimeter, wenn das ist wie bei den Männern. Dann wäre es, als ob ich zu viel angegeben hätte. Wer klickt denn da nicht weiter? Oh, sorry. Ja, der rauchen muss und Handy Nein. holen. Was esse ich denn jetzt noch? Ich habe das Handy tatsächlich von meiner Freundin hingelegt bekommen. Hey, das Mousse war wirklich lecker, aber irgendwie nicht befriedigend. Wieso habe ich denn jetzt eine neue Axt bekommen? Wieso ist mir eine Axt ins Haus gefallen? Hä? Ich habe eine neue Axt, die ist mir gerade ins Haus gefallen. Wie jetzt? Ich habe eine neue Basisaxt zum Holzhacken. Eine ganz normale Axt, ja. Ja. Vielleicht, weil du deine zu lange nicht getragen hast und dann kriegt man irgendwann einen Ersatz oder so. Ahornriegel. Hey, ich bin heute früh aufgestanden und habe mich etwas umgesehen. Ich habe das hier gefunden und es hat mich an dich erinnert. Toll, Fledermaus, hier. Zeig. Ahornriegel, hast du schon gemerkt, wie die Ahornriegel immer als erstes aus der Donutschachtel verschwinden? Naja, kannst du in den Item-Dingens da legen, ne? Königin der Soßen, Grüße, ich bin jetzt die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem Kopf. Ich habe schon aufgegeben, es vorzulesen. Das Gericht dieser Woche ist. Aber ich jetzt im Bett auch dazwischen. Ahornriegel. Bindest du dich aber nicht dazwischen. Hast du auch schon gemerkt, wie die Ahornriegel immer als erstes aus der Donutschachtel verschwinden? Etwas überraschend, weil der gewöhnliche Ahornriegel geschmacklich eher einem gesüßten Hockeypuck ähnelt. What? Ja, ne? Schönes Oder nicht? Warte nur ab, bis du mein Rezept ausprobiert hast. Du kannst den Wald in diesem Riegel förmlich schmecken. Okay, zunächst brauchst du echten, hochqualitativen Ahornsirup. Und ja, du musst halt sagen, dass du die Königin der Soßen vorliest, sonst... Ich hab's zweimal versucht zu sagen. Ja, nicht laut genug. Ja, offensichtlich. Zukünftig muss ich euch einfach anschreien, wenn ich irgendwas will. Oder einfach weiterreden, dann hören wir schon irgendwann zu. Hab ich auch versucht dann. Dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Hat nicht funktioniert. Bin ich so frustresistent, weißt du? Ah, okay. Ist natürlich logisch, also bei jemandem, der Dota spielt, würde ich das auch nicht vermuten. Wir bräuchten 6 Iridium-Sprinkler, um das Gewächshaus voll optimal auszunutzen. Haben wir nicht noch ein oder zwei? Hm? Haben wir nicht noch ein oder zwei? Ja, aber wir bräuchten 6, um das schön auszunutzen, also um wirklich... Dann nimm doch schon mal 2. Ja. Fang doch schon mal klein an. Die kannst du ja schon mal aufstellen, meine ich. Ja, ist ja okay. Ich wollte bloß mal... Und klau mir nicht meine Blaubeeren. Wollte ich nicht. Hab ich auch gar keine. Naja. Aber du warst kurz davor, bist schon wieder herumgelaufen neben mir. Kurz davor? Nein. Ein neues Küken ist geschlüpft, es sieht merkwürdig aus. Oh, ich habe gerade einen Blaubeeren. Sag mal, stopp. Stopp. Chinono. Wo sind die Sprinkler? Küken. Sprinkler. Weiß ich nicht. Bei irgendjemandem zu Hause, oder? Nee, dann haben wir die vielleicht schon alle verbaut, die wir haben. Ja. Die Iridium. Ben hat den Speck genommen, der kuschelt immer mit Sprinklern. Hallo Ben, jemand hat deine Werkzeuge letzte Nacht in die Fundgrube geworfen. Ich bin kurz rein und habe sie dir neben das Bett gelegt. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Bürgermeister Louis. Kann jemand einen Iridium-Sprinkler herstellen? Wenn wir Iridium hätten? Haben, ja. Wir brauchen ein Goldbarren, Iridiumbarren, Batterie. Genau. Also wir haben zumindest 3. 3 Iridium-Dinger haben wir. Haben wir aber 3 Batterien? Weiß ich nicht. Nicht. Wir haben 8 Batterien. Ja, wir haben sogar heute wahrscheinlich noch mehr Batterien, eigentlich. Ja. Bis jetzt haben wir 8, also könnte mir mal bitte jemand einfach... Und dann müssen wir gucken, was wir am besten anbauen. Goldbarren, Iridiumbarren und... Warte, was? Batterien. Batterien. Da. Und Goldbarren ein. Liegen drin. Okay, cool, danke. Also wir können anbauen, was wir wollen, ne? Das ist ja das Geile am Gewächshaus halt. Und eigentlich, deswegen hätte ich eigentlich mit den Bäumen am besten gewartet. Du kannst hier drin aber Bäume anbauen und sehr, sehr viel sogar. Dann kauf doch nochmal Bäume. Wir haben noch genug Geld, kauf Bäume. Auf Bäume, Felix. Los, los. Lauf, Felix. Ja. Lauf, Forest. Los, los. Bäume. Das Bäume zu schön. Jetzt musste ich... Also da, bei der Aussage muss ich an was anderes denken. Es tut mir leid. Was denkst du denn bei Bäumeln? Ja, keine Ahnung. An Baumeln und... Da gibt's andere Sachen. Die Baumeln. Mhm. Meine Baumeln nicht. Ja, habe ja auch vielleicht nicht an deine Sachen gedacht. Hm. Schön, bevor wir wieder ein Gespräch über Brüste führen. Aber das ist ein schönes Gespräch.
Christa. Den hatten wir letztens erst. Wir müssen mal neue Themen bringen. Ja, was hast denn du für Themen auf Lager? Was Schwänze. Gibt's denn bei dir? Ja gut, da kenne ich, glaube ich, nur meinen von näher. Ja, also ich kenne... Komm, du warst bestimmt schon mit Felix in der Sauna. Wie sieht der denn aus? Da achte ich tatsächlich nicht drauf. Eben, ich Uni, nett. Also... Echt nicht? Also, ich glaube... Ich weiß nicht, guckst du bei anderen Frauen, wie die unten rum aussehen? Ich gehe nicht in die Sauna. Ja, aber jetzt, wenn du zum Beispiel im Schwimmbad bist... Da sieht man selten Umkleide. Frauen nackt. In der Umkleide und in der Dusche? Ja, gut. Leider gibt es Sammelumkleiden, aus dem Alter bin ich raus. Nee, und aber in der Dusche oder duscht ihr? In der Dusche ziehe ich meine Brille immer ab, also sehe ich sowieso gar nichts mehr. Also. Wo bist du denn eigentlich eine Sonnenblume? Als Kind bin ich ja mal in die Männerdusche gerannt, weil ich nicht gesehen habe, wo ich langlaufe, weil ich halt im Schwimmer die Brille nicht aufhabe. Sonnenblumen könnt ihr jetzt weghauen, weil ich ja Haley bloß noch mit Lehm und Schleim verkraulen möchte. Ich habe da letztens Schleim. Über Penisse, da kannst du mitreden. Chris, dann erklär uns doch mal, gibt es unterschiedliche Formen von Penissen? So wie bei unterschiedlichen Formen von Brüsten. Natürlich gibt es also unterschiedliche Formen von Penissen. Was ist denn das für eine Frage? Blutpenis, aber Knochenpenis. Ich kenne mich da nicht aus. Extrem hässliche Penisse. Ich muss halt mal andere Leute fragen. Was? Ich kenne mich da nicht aus, deswegen muss ich da mal andere Leute fragen. Es gibt hässliche Penisse. Hier gibt es einen Puzzletisch. Sind das nicht Penen dann? Nee, also eigentlich glaube ich nur, ja, nur Penis. Der Penis, die Penis, oder? Penis! Sehr unterschiedliche, krass. Also, ja. Ich kenne, wie gesagt, wirklich nur meinen aus der Nähe. Dir Gott danken für diesen appetitlichen Penis! Ich hatte mal was mit jemandem, der sah so ein bisschen aus, wie als ob er in der Mitte platt getreten worden wäre. Nett. Also so ein leichte, so Fußsohlen große, breite, What? Flachere Stelle in der Mitte vom Penis. Was? Okay. Ja, keine Ahnung. Wie groß war denn der Penis? Naja, nee, so, Entschuldigung, nicht von so einer, also so die Breite von der Schuhsohle, nicht die Länge. Ja, aber die Schuhsohlen sind auch ziemlich breit. Also die sind auch nicht gerade klein in der Breite. So Handflächenbreit halt, im erregierten Auch eine Handfläche ist immer noch ziemlich breit. Ja. Ganz im Ernst, das sind vielleicht 5, 6 Zentimeter Durchmesser bei so einer Schuhsohle. Moment. Aber ein Penis ist doch nicht 5, 6 cm breit. Nein, also ihr redet ein bisschen aneinander vorbei. Oh Mann, auf die Länge berechnet. Ja? Also du hast so. Du willst mich eigentlich verarschen? Ich verstehe es nicht. Also pass auf. Vom Schaft bis zur Spitze, ja? Mhm. Und dann musst du dir vorstellen, jemand ist mit dem Fuß so draufgetreten. Und zwar nicht der Länge nach, sondern halt der Breite nach. Es ist sehr weird. Okay. Okay, er kriegt's nicht hin. Doch, ich glaube, ich weiß, was du meinst, zumindest inzwischen. So, und vorne und hinten war er dicker, aber in der Mitte war er eben so ein bisschen flach gedrückt. Keine Ahnung, es sah irgendwie ich seltsam aus. Ich habe ihn aber auch nie danach gefragt, weil du kannst doch schnell fragen, hallo, warum ist dein Penis in der wollte Mitte so, flach Er wollte gedrückt. So durch die Tür gehen, weißt du, und der ONS, der hat voll die Tür zugehauen und aber der Schwanz halt drin. Irgendwie ist sowas. Aua. Vielleicht steht er auch auf ganz andere Sachen und jemand ist ihm tatsächlich mal draufgetreten, aber ich wollte ihn nicht fragen. Aber warum nicht? Hast du einen gewissen Fetisch? Ich meine, wenn du den Penis schon gesehen hast, kannst du vielleicht auch danach fragen. Aber, weil, wie komisch kommt das denn? Du hast so einen flachen Penis, erzähl mir mal, wie das passiert ist. Sorry, das macht man einfach nicht. Am besten noch beim Keine Sex. Keine Luft mehr im Schlauch, genau. So. Am besten noch beim Sex, weißt du? Ja, beim Sex sehe ich ihn ja nicht. Man sieht ihn ja nur davor und danach. Also, davor und danach. Oh, so. Weia. Oh, weia. Also jedenfalls gibt es sehr viele Unterschiede. Es gibt sehr, sehr hübsche Penisse und es gibt wirklich nicht so hübsche. Ja, findest du, es gibt hübsche Penisse? Ja, es gibt sehr hübsche. Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist denn für euch ein hübscher Penis? Der ist einfach schön geformt. Kann man das nicht an wirklichen objektiven Kriterien festmachen? Nein, kann man nicht. Das ist ja eine Geschmacksfrage. Lumi, soll man dir ein paar Fotos schicken? Von euren und dann soll ich sagen, ob sie schön sind oder nicht? Nee, das mache ich nicht. Felix, du kannst es gerne machen, aber ich mache das nicht. Aber du bist Single, Ben. Du darfst es eher als Felix. Ja, aber ich schicke trotzdem keine Penisbilder rum. Das ist ekelhaft einfach. Das macht man nicht. Das macht man auch auf Nachfrage auch nicht. Man macht, na, auf Nachfrage macht man das. Nee. Auf Nachfrage okay. Ja, wenn man da Bock drauf hat, aber nicht ungefragt. Nee, auch auf Nachfrage mache ich das nicht.
Hat er gerade einen Dickpick reingestellt oder was? Nein, nein, nein. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorlesen will. Doch, mach mal. Er sagt, salzig sind sie alle. Da bist du sicher? Es gibt auch geschmackliche Unterschiede. Warum habe ich das Thema angesprochen? Du wolltest den Penis anfangen, ja? Was? Das sag ich. Ach so. Naja, mit Smegma und ohne Smegma. Tatsächlich ist es ein Unterschied, ob jemand Raucher ist oder sportlich oder ja, solche Faktoren. Das wissen wir. Das ist wirklich so. Und das schon ohne, dass man zu einem Happy End kommt, merkt man dann einen Unterschied. Beim Cream Pie kommen oder? Na, einfach so, wenn du so ein bisschen dran rumlutschst. Ich wollte doch meinen Stream nicht über Sex ausmachen. Du hast gesagt, wir reden mal über Penisse, wir hatten letztens Brüste. Ja, weil ich das Brustthema so nervig fand. Wenn man so ein bisschen dran rumlutscht. Ja, Raucher merkt man, Raucher sind bäh. Raucher sind tatsächlich aber nicht aus deinem Penis bäh. Ja, also, Raucher sind per se überall geschmacklich bäh und sie riechen auch noch so bäh. Sagen. Ich bin also, bäh. Ja, du bist bäh. Ja, zumindest vom Geschmack her. Das merkt man ja auch bei Frauen. Ich kann nicht mit Ananassaft trinken ausgleichen, aber das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Kann ich nicht so sagen. Du sollst mich ja nicht essen. Aber ich kann vernaschen, Felix. Wie kann denn jemand einen Gegner direkt dastehen, wenn ich die Treppe runterkommen? Das ist asozial. Der stand auch schon eine Weile da. Der ist schon mit uns die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen. Das war Robin. Den habe ich so getauft. Unser bester Kumpel. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ja, das kann ich immer wieder kaputt hauen. Sehr schön. So, hat es jetzt irgendjemand geklippt? Ich hoffe nicht. Kann ich später noch highlighten. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Clippen überhaupt funktioniert. Ich hab's noch gar nicht gemacht. Bisher. Du hast noch nie geklippt? Dann hast du nicht die schönen Clippy-Emotes? Nein. Oh, es gibt so schön, kriegst drei Emotes, wenn du deinen ersten Clip machst. Oder ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Vielleicht muss ich bei dir mal klippen. Indem du einfach, wenn du im Stream zuguckst, rechts unten auf den Clip-Button drückst. Aber wenn so ich schwierig. Was witzig finde, dann würde ich ja hinterher klicken. Du musst warten, bis es vorbei ist, dann musst du auf Klippen drücken, also kurz nachdem es vorbei ist. Und dann klippt er das, was vorher war? Nee, dann kommst du in eine neue Webseite und dann kannst du das auch noch bearbeiten. Aber automatisch macht die letzten 30 Sekunden. Ah, okay, verstehe. Voreingestellt. So, jetzt habe ich heute den ganzen Tag wieder nichts getan. So, jetzt gebe ich dann nochmal meine Spitzhacke ab, damit ich endlich einem Benny seine Axt zurückgeben kann. Oh Mann, warum sind denn hier so viele Gegner? Ich gehe ins Bett. Ich gehe jetzt auch mal ins Bett und hol mir mal noch was, irgendwas zu essen. Ich muss die Benni, Küche du kannst alleine weiter arbeiten. Was könnte ich denn jetzt noch essen, Leute? Schokolade geht immer. Soll ich mir was bestellen? Oh, wir haben den Schweinezirkus vergessen. Hä, da war ich unten, da gab's einen Puzzletisch. Oh, und hast du ihn geholt? Nö. Warum nicht? Weil ich mir sonst hätte wieder anhören dürfen, dass ich so lustig ausgebe. Puzzeln! Und wir haben 34.000. Und dann Bartu, jetzt wird's aber persönlich. Hat er jetzt geschrieben, wie seine Form ist und wie seiner schmeckt? Nein, er fragt, wie ist denn das, Lumi, wenn du geil bist mit einem Mann zusammen? Hast du dann Bock auf Oralsex oder ist das eher so stiller Zwang? Stiller. Das ist schon ein interessantes Thema, aber das stimmt, das ist persönlich. Das ist sehr persönlich, ja. Tatsächlich habe ich mich mit einer Freundin mal unterhalten, die auch meinte, dass Sperma immer eklig schmeckt. Und dann meinte, die Männer wissen das ja gar nicht, weil die haben dann meistens, also zumindest hetero Männer, haben es halt nie im Mund. Das sollte man probieren. Ja, habe ich daraufhin mal gemacht. Fand ich gar nicht so schlimm. Also ich habe mir nichts geschmeckt. Also ich finde tatsächlich alles was in die Muschi-Richtung geht, deutlich unangenehmer irgendwie, aber gut. Wie bitte? Ich mag das nicht, wenn man Oralsex hat und dann miteinander rumknutscht, denn daher. Ja gut, das... Ich muss mich nicht unbedingt selbst kriegen, keine Ahnung. Das ist tatsächlich also, was viele Frauen haben, glaube ich. Was? Dass die sich selber nicht schmecken mögen. Ja, ich meine, das ist tatsächlich eher stiller Zwang, weil man knutscht dann halt trotzdem, weil... Nö, meine Freundin ja schon haben mir gesagt, nee, wollen sie nicht. Die haben mich dann erstmal zumindest Mund ausspülen geschickt. Ernsthaft? Jo. Nein, das finde ich albern. Also, oder haben zumindest gesagt, danach nicht knutschen, kannst mich überall hinküssen, aber nicht auf den Mund. Nee, ich mache das dann schon. Das ist dann so ein bisschen... Also so ein bisschen so ein, ja, das ist dieser stille Zwang. Also es ist nicht schlimm, es bringt mich nicht um, aber es ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sagen würde, hey, geil, du hast mir die Muschi geleckt, komm, mich knutschen oder so. Das würde ich jetzt nicht machen. Aber wenn das dann halt so ist, ich meine, so what? Und zu dem Oralsex, wenn ich Bock drauf habe, also aktiv den zu geben, ja, warum nicht? Also das ist kein stiller Zwang.